Willkommen Reisende, wir sind zurück in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir die große Tierhalle hier gebaut, wo sich jetzt größtenteils unsere Haustiere aufhalten. Ich habe das Wohnhaus hier mal fertig gemacht, hier musste ja noch Boden aufgeschüttet werden. Mal erstmal so machen hier an den Ecken. Dann habe ich hier einen Außenbereich gemacht. So Sitzgelegenheiten, alles aus Stein. Hier wachsen zwei Apfelbäume. Hier müssen wir noch so machen. Haben wir hier eine schöne Umrandung. Dann habe ich gedacht, hier so ein bisschen Muster. Und hier fangen wir jetzt die eine Kirche an. Hier muss noch sehr viel aufgeschüttet werden. Lassen wir weiterlaufen, da kommen die schon wieder nicht hin. Dann müssen sie halt so dahin. Auch kein Problem. So. Und zwar machen wir, ich dachte vielleicht eine Treppe. Aber gerade haben wir auch keinen Kalkstein. Ich gehe dafür, nehmen mal so eine Treppe, das aussieht, als würde schon sehr lange hier stehen. So, zwei Treppen. Dann füllen wir dahinter mit Erde auf. Kommt hier eine Doppeltür hin. Machen wir drei nach da, drei nach hier. So. Und ja, was brauchen wir? Ich dachte vielleicht aus normalem Kalkstein mal. So. Vielleicht. Wenn wir innen Säulen hinstellen. Also können so. Wäre das eigentlich vielleicht breit genug oder 8 breit? Stellen wir da runde Säulen auf und gehen noch zwei nach außen oder vielleicht drei. So, lass mal einen groben Plan. Also hier die Außenwände. Muss man nur irgendwie sehen. Die Treppen sind echt hoch. Halb hoch wäre irgendwie schöner, aber gibt es leider nicht. Oder lass nach vorne lieber zwei Platz. Müssten wir das einmal entfernen. Ja, super. So. Das ist nur zwei Platz. Dann kommen wir, können wir da eine Tür hin. So. Dann müssen wir das auch entfernen.
hier und dann noch drei. Seite höher und dann 1, 2, 3 und 4. Säule. Hier ist die Außenwand. So, und lassen die das erstmal bauen. Werden wir wohl zwei hoch machen, reicht ja. Vielleicht auch drei. Erstmal müssen die das hier den ganzen Boden auffüllen. Müssen wir mal gucken, wie schnell die das hinkriegen. Bisschen ärgerlich mit der Schlucht hier, aber es dauert richtig lange. Allein für das Stück hier habe ich schon wieder 2 Stunden gebraucht. Hier habe ich denen mal eine Treppe in Auftrag gegeben und Erde, weil sie hier nicht rankommen. Und hier hinten bauen wir jetzt ein bisschen, oh, haben sie schon Kalkstein ab. Machen wir jetzt ein bisschen was. 1600, aber keine Erde mehr. Kann ja nicht wahr sein. So, wir haben doch hier alles abgebaut. Das ist jetzt schon die Ebene, auf der wir sind. Oh Gott. Wir auf der anderen Seite vielleicht irgendwas abbauen. Hier ist alles flach. Hier müssen wir ja erstmal erhöhen. Ja, warte mal. Hier bauen wir. Ja, dann können sie meinetwegen das hier abbauen. Warum sammelt den da eigentlich keiner ein? Keine freie Stelle auf Lagerplatz. Ah, wir haben gar kein Lager für Kadaver.
Ja, da es hier kalt genug ist, werden wir einfach hier vorne Was zählt das denn? Ah, da war also normaler Lagerplatz. Kadaver. So. Dann haben wir da jetzt Platz für Tiere. Hier vorne habe ich uns erstmal eine Tür angebaut. So, damit vor dem Lagereingang auch schön. Tür ist. Gucken, hier ist eine Tür. Könnten wir eigentlich theoretisch. Hält bestimmt nicht, aber. Vielleicht geht's ja. Wie sieht's hier aus? Oh, die machen gar nichts. Also hier geht's hoch, hier geht's hoch. Hier kommen sie runter und auf der anderen Seite auch. Nur hier kommen sie nicht hin, weil hier zugebaut ist. Könnten ja auch einfach sagen, das dürfen sie entfernen. Wenn wir auf die Seite, ja, weiß gar nicht welche der beiden Kirchen. Vielleicht ist der Restitutionistenschrein und dann auf der anderen Seite Eichenbrüderschrein. Mal sehen wegen den Fenstern hier. Wo wir die hinsetzen. So. Weiß auch noch nicht, ob wir vielleicht hier diesen Zwischenraum bis hier auch mit den grauen Steinen auffüllen. Oder ob wir das so lassen. Müssen das nur auf der anderen Seite dann genauso hinkriegen. Aber hier haben sie schon kleine Apfelbäume gepflanzt. Sehr schön. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die einzigen, die man sieht, die irgendwas machen, sind unsere Hunde. Die Esel sollten ja eigentlich auch transportieren. Oh, wir haben schon wie was zum Henker. Da passt mein Eimer nicht auf. Auch schon wieder Katzen. Jetzt müssen wir Ball haben. Könnten ja auf der anderen Seite schon mal anzeichnen. Wie habe ich das jetzt gemacht?
Also bis da. Dann haben wir außen da angefangen. Hier haben wir innen 1, 2, 4. Zwei, drei, vier. Das ist ja schon wieder gar nicht. Ah. Hier haben wir dann 3x4er Feld. Bei 3. Und dann wieder runter, okay. So. So. Ein weiter und dann zwei nach außen. Ein weiter, zwei nach außen. Und zwei jeweils nach unten. So. Machen wir hier. Hier haben sie entfernt. Können wir da welche hinmachen? So. So sollte richtig sein. Von der Entfernung hier dann 1, 2, 4. Weit. Bis zu den Außen. Ja. So. Jetzt kommt dahin. Auch die Grauen. Einmal speichern. Fragt ja, wieso hier. So. Also wir haben alles auf Schnellvorlauf und kriegen sie den da nicht hin, ne? Wohl doch, müssten sie ja von oben hinkriegen. Wenn sich da nicht gleich wieder einer einbaut. Haben sie den, hier unten haben sie schon mal. Hier die Bäume ausblenden. Also. Na, da sie jetzt überall drankommen, können wir das hier reinlassen. So. Also. Da auffüllen. Da noch nicht, weil da der Weg ist. Und die können wir jetzt auch auffüllen, weil sie dahinter lang gehen können. Und oben überall.
Sie können ja hier so lang gehen. So. Hier auch. So. Wir haben schon Küchentüren. Also hier oben machen wir dann auch in demselben Material. So. Finden wir ja hier bis zur Kirche hin. War ja auch denselben Boden verlegen. Kirchen sind ja meist eben mit das erste, was gebaut wurde, und kann ja auch das Material anders sein. Städte werden ja mal restauriert, renoviert, umgebaut, modernisiert. So, hier unten brauchen wir natürlich noch keinen Stützbalken. Erst auf einer Ebene darüber. Hier kommt einer hin und da. Ja gut, kommen sie noch nicht hin, weil die Erde hier noch nicht gesetzt. So, hier ist die Außenwand, ja. Wir dann einfach mal. Ja, wir müssen hier so Balken einziehen, also Stein ist die dann eigentlich anders. Ah, das können wir gar nicht aus dem alten Balkstück. Dann nehmen wir Holz. Das passt dann am besten. Boah, wie mag das Spiel gerade. So. So, wenn das jetzt hier außen ist. Entfernen wir das hier. Nein. Oh. Und die auch, und dann machen wir es in demselben Material. Bisschen ärgerlich jetzt, aber hatte ich nicht dran gedacht. Cool, die sind sogar stehen geblieben. Oh. Eins, zwei, drei. So. Ja, wir brauchen jetzt mit Erde nur den Innenbereich auffüllen. Außen ist es ja trotzdem eine Wand. So. Die anderen Seite auch. So.
So, das ist ein kleiner Cut drin gewesen. Dauert ja hier ewig. Wir haben auch schon wieder keine Erde. Ich weiß nicht, ob vielleicht... Also hier sind jetzt zwei. Und hier sind es jeweils vier auf jeder Seite. Ob wir vielleicht die Säule hinüberstellen. Und wenn da drei... Ich habe jetzt hier die Fenster so erstmal gemacht. Und hier noch ausgetauscht. Immer mit einem Platz dazwischen, damit hoffentlich nichts einstürzt. Wenn die ruhig einen weiter nach innen machen, oder? Davor kommen ja Stühle und sowas. Oder machen wir... Wie machen wir das? Stühle? Weil Bänke gibt es ja nicht. Der Tisch ist zu hoch, um auszusehen wie ein... Aber das sieht irgendwie... Ich weiß nicht, das sieht ja irgendwie alles falsch aus. Aber der sieht halt gar nicht aus wie eine Bank. Wir haben ja hier einen stehen. Der sieht ja leider gar nicht aus wie eine Bank. Das sind die Steinstühle. Und drinnen in der Kneipe, also in der großen Tierhalle, haben wir unten Hocker und oben... Oh. Ups. Haben wir diese... Stühle aus Holz. Ja, dann nehmen wir wohl die Holzstühle. Weil Stein. Stein passt ja dann nicht so gut. Und die werden ja dann auch fest, also. Oder haben sie einen entfernt? Das heißt, da können wir einen. So. Einen dahin. Einen dahin. Dann machen wir erstmal die Säulen. Drei Platz. Und innen sechs. Wir gucken mal, wie nimmt man einen Stuhl? Wie wird denn das aussehen? So. Also einer kann ja... So ein bisschen Platz, so. Und dann lassen wir eine Reihe frei, wieder so. Und innen lassen, also wir machen ja bis hier, so dass man innen durch die Kirche gehen kann, logischerweise. Und hier lassen wir dann auch zwei frei, also können vier und dann auch nochmal vier. Dann lassen wir die Säule so. Ich bin ja hier an den Seiten noch ein bisschen mit Fenstern arbeiten. Was ist schon wieder mitten in der Nacht? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also das Spiel ist ein Nachtspiel. So. Sie erstmal hier wieder ein bisschen auffüllen. Also. Wo setzen wir Fenster hin? Und die Sache ist, bleiben wir auf dieser Höhe?
Und dann hier jetzt ein Dach. Nee, das. Oh, ja, geh mir jetzt nicht auf den Nerv. So. Ja. Cool. Ist auch noch falsch rum. Ach du. Jetzt hier jedes Einzelne abbrechen. So, so. Also noch mal gucken. Dach. So. Also bis da würde auch locker gehen. Aber es hat innen keine Auflagefläche. Ja, und so sieht ja kein Kirchen daraus. Das heißt, hier müsste eigentlich ein Trägerbalken hin und hier auch. Wenn wir hier anfangen. Naja. Wo denn hier noch so? Was können wir denn an den Dächern ändern? So, gucken wir uns mal an hier. Aha. Okay. Könnten das auf dem ganzen Dach so machen vielleicht. Dann so. Wie sieht denn das aus? Machen wir den hier. So. Hat schon irgendwie was Kirchliches. Oder? Können wir mal zur Probe 1. Hier so eins. Holz. So, wenn ja mal einer bauen hier, dann können wir uns das mal so auf dem Boden angucken, wie man das verändern kann. Das dann hiermit aussieht zum Beispiel. Ah, das sieht dann so aus. Damit könnten wir eine irgendwie eine Dachschräge machen. So, da unten haben sie die entfernt. So. Oh ja, es ist schon wieder Nacht, weil war ja nicht eben erst. Also. Nehmen wir auch einen anderen Boden. Gott, ich habe den falschen Boden genommen. Das ist doch der falsche Boden. Das ist ja jetzt. Ich wollte den hier verwenden. Normalen Kalksteinboden. Aber was nehmen wir in die Mitte? Da eben Ziegel? Hm.
Erstmal so machen. Also. Erstmal kommen da überall Wände hin. Die andere Seite kommen auch Wände. So. Wie machen wir das mit dem Dach? Weil ganz rüber geht das andere auch nicht. Geht nämlich nur 12. Nein. Bauen. Könnten dann. Dann war so ein Spitzdach. So von also hier bis da. Na, das ist ja jetzt schon wieder. Also das mit den Säulen und den Dächern ist ja ohne Sache. Dann war hier das Fenster entfernen beidseitig und dann dafür hier eins hinsetzen und hier die Säule nach hier. Aber dann sind es innen nur. Also hier eine Säule, dann sind es 1, 6 rüber. Das wird auf jeden Fall gehen. Sind 2 frei. Also 2 frei, wie überdecken wir die denn? Wenn wir das normale Dach nehmen, brauchen wir ja auch eine Auflagefläche, die nicht gegeben ist. Eieiei, Dach habe ich mir ja gar keine Gedanken gemacht. Wir brauchen ja, die Balken reichen ja auch als Auflagefläche, aber müssten in der Mitte eine Säule stellen. Sehr ärgerlich. Also müssen die Säulen hier so oder so wieder weg. Wie machen wir das mit dem Dach? Mal 12 würde das hier überdecken. Das würde genau hier hinpassen. Wenn wir. Können wir dann noch. Wir brauchen dann eine zweite Stütze. Also da, wo das Dach aufliegt, bräuchten wir 2. Doppelsäulen. Sozusagen. Aber dann wäre hier die Säulen. Also wenn wir brauchen so oder so Doppelsäulen. Dann wäre aber hier und hier oder direkt um den Eingang so abzugrenzen, hier und hier. Entweder so oder so. Uns mal angucken. So oder so
Also in dem Fall hier müssten wir ein Fenster versetzen. Machen die schon wieder? Oh, schon wieder schlafen, ist nicht wahr. Mal gucken. Also hier wäre es dann ein Viererdach. Nur so. Oh Gott, warum? Scheiße. Also so. Da können wir ja dann auch dieses nehmen. Zwei. Das wird ja erst auf Länge hoch, also. Sind wir von dem bis dem oder von dem bis dem? So, wie sieht das bei dem anderen aus? Nur die längere. Wenn wir ja beidseitig bauen. Nach innen. Also, hier wären es zwei und da wären es drei von Dach bis Dach. Wo ist denn eins, zwei? Also hier. Der Mauer. Also doch nur ein Zweiergang. Dann könnten wir von. Also dann würden wir einmal von so und dann von der anderen Seite auch so. Also einmal so. Und so. Und dann so nach hinten ziehen. Dann hätten wir zwei so Spitzdächer obendrauf. Wir nehmen sowas. Schon wieder nachts ist nicht. Wir nehmen halt so ein Dach. Müssen wir aber auch zwei nehmen oder drei halt sogar. Eins in der Mitte und dann links und rechts eins. Dann sollte das in der Mitte aber ein Stück größer sein. An dem. Also eins, zwei, sechs. Und dann sind es bei dem anderen immer. Oh.
Nehmen wir wohl die Säulen. Machen so. Gehen die. Stellen dann zwei da oben drauf. Okay. Müssen wir ein Fenster versetzen. Aber das macht ja nichts, dann entfernen wir hier das Fenster und hier das Fenster. Nein. Das Fenster und das Fenster. Können wir hier noch ein Fenster oder hier? Die beiden Mauerstücke brauchen wir ja. So. Die brauchen wir ja. Noch übrigens noch weiter nach hinten. Genau ans Ende. Oder wir lassen die und machen hier nochmal welche hin. Rund nebeneinander aus. Rund nebeneinander geht ja mal gar nicht. So, dann kommt hier erstmal noch Fußboden hin. Die Seite, was haben wir jetzt? Die Seite und auf die Seite auch. Dann nehmen wir wohl den Kalkstein-Ziegelboden. Der ist ja so gerade. Also hier im Gegensatz zu dem dann ein bisschen geraden Boden. So. So, können Sie hier wieder was hinbauen. Da können Sie noch lang gehen, hier können Sie auch lang gehen. Also die Folge besteht ja wohl nur aus nachts. Hier sind wir dann bei der anderen Kirche schneller, weil da können wir es einfach kopieren. So. Stellen die natürlich dann einfach genau in die Mitte. So, ich würde sagen,
Dann stellen wir die genau mittig vom Gebäude einfach, so dass wir hier noch 10 Platz haben, dass wir die auch aufstellen können. Also 1, 2. So. Stellen wir die nämlich hier hin. Dann können die hier wieder weg. Dann wissen wir, wo wir sie hinstellen. So, und jetzt sollte eigentlich auch der Balken halten, genau. Reicht genau. Sehr schön. Da und da. Wieder am Fußboden. Dann würde ich sagen, ich lasse die hier das alles weiter auffüllen. Dass wir hier auch eine 10er Kirche haben hinten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn die Kirche dann fertig ist, hoffentlich. Dann brauchen wir das nur noch mal kopieren und einrichten alles. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.